Hey meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack und ja, ihr seht, ich sehe richtig shit aus und ja, was habe ich mir heute gedacht in der Folge? Wir machen eine kleine Stadttour und ich labere mal über den bisschen bei den 24-Stunden-Livestream, der am Samstag stattgefunden hat. Ja, der Stream war, wie soll ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, auch wenn es sehr spontan war, der Stream, fand ich, dass alles sehr gut gelaufen ist. Ich sehe ein bisschen shitty aus, wie gesagt, und bin sehr müde, weil ich heute die Nacht durchgemacht habe. Das liegt einfach daran, dass ich nach dem 24-Stunden-Stream die Tage irgendwie nicht sehr viel geschlafen habe und auch sehr früh aufgestanden bin, immer so circa gegen 6 und ich einfach nicht mehr schlafen konnte und jetzt irgendwie die ganze Müdigkeit sich aufgesammelt hat und ich jetzt die ganzen gestrigen Tage irgendwie 20 Stunden gepennt habe, richtig komisch. Und ja, der Stream war ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Es haben wirklich sehr viele zugeschaut und es hat Spaß gemacht. Ich hatte mir es ein bisschen schwerer vorgestellt, die Stunden durchzuhalten. Wobei ich sagen muss, ich an zwei bestimmten Uhrzeiten, einmal so gegen 13 Uhr und einmal gegen 7 Uhr sehr, sehr müde war und ich sogar 500 Euro einfach weggegeben hätte, gefühlt, nur um in meinem Bett zu liegen. Also es war schon schlimm, aber wenn man diese kurz durchgehalten hat, dann ging es. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es wird auf jeden Fall die Tage entweder heute oder morgen, ich will nicht zu viel versprechen, ein Video kommen, da ich ja im Stream auch das Horrorspiel Layers of Fear gezockt habe, was schon gruselig war. Und daraus die besten Erschreckermomente werde ich dann zusammenschneiden und euch präsentieren, weil das Ganze am Stück ein bisschen zu langweilig wäre und ja, geschnitten, lieber Erschrecker, wird das auf jeden Fall ein sehr interessantes Video. Dann wird auf jeden Fall die Tage, denke ich mal, mein Gaming-Kanal released, auf dem dann Gaming kommt, auf diesem Zweitkanal und dann auf diesem Kanal, den ihr gerade abonniert habt und schaut, werden dann Comedy-Real-Life-Videos kommen, die ihr euch auch geben solltet, weil die auch sehr geil werden. Ich muss ehrlich sagen, ich traue mich, um ehrlich gesagt, nicht das zu machen, diese Trennung, aber ihr werdet auch sehen, dass es eigentlich Sinn ergibt, das zu machen und ich eigentlich Bock zu habe, aber ich habe ein bisschen Angst vor der Reaktion von euch, pipapo. Und ja, aber es ist, denke ich mal, die Angst ist, denke ich mal, berechtigt, denn ich habe diesen Kanal seit über 4 Jahren und dann sowas zu trennen, naja, werdet ihr schon sehen, wenn das Video online kommt und ja, sowas gucken wir uns denn hier an. Stirb Skelett. Ich werde heute definitiv nicht streamen, auch wenn ich das vorhatte, da ich durchgemacht habe und gewollt und oder musste gezwungenermaßen, da ich ja so viel geschlafen habe gestern und ich einfach keine Kraft finde, einen Stream zu machen. Morgen weiß ich nicht, werde nachdem ich das Video geschnitten habe, zu meinen Eltern gehen und je nachdem, wann ich morgen zurück bin, werde ich streamen oder nicht. Also eigentlich hatte ich vor, jetzt Donnerstag immer als meinen festen Streamtag zu legen. Aber ich weiß nicht, ob ich das morgen schon einhalten kann oder erst ab nächste Woche das dann Ganze vonstatten findet. Och nee, du blöde Hexe, wie soll das denn jetzt mit uns weitergehen? Aber dazu Näheres auch in anderen Videos. Ja, och nein, by the way, die 1.9 ist ja jetzt released worden. Junge, da gibt es ja so die gespaltenen Meinungen, aber naja, sollen die sich... mir aus. Oh Gott. Ha, ich sterbe. Nein, nein. Von dem Skelett doch nicht. Bitte nicht. Oh Gott, der blöde Hexe. Da gibt es ja gespaltene Meinung. Pipapo ist ja auch vollkommen Wayne. 1.9 ist gar nicht mal so schlecht. Aber naja, jedem das seine. Ich finde es krass, dass V-Time so weit an seinem Haus ist und ich noch gar nicht. Weil ich immer nie dazu komme zu bauen und ich gerne nicht in Folgen baue, sondern eher lieber in Streams und auch in Streams. Aber ey Leute, genau. Ich habe es endlich geschafft, mein Haus zu reparieren. Zu dem Stand zu bringen, bevor es Revi angezündet hat, der Kleine stirbt. Weißt du, Revi denkt sich so, ja, Oma Haus, jetzt baut er das gleiche wieder nochmal hier Balkon an gleicher Stelle. Jetzt baut er so ähnlich so wie aus Craftic 2. Und naja. Mal gucken, wie es wird. Ich würde sagen, es sieht wieder schlecht aus, aber naja, ach, keine Ahnung. Ich mag sowas Modernes halt nicht, ist ja meine persönliche Meinung. Ich mag moderne Sachen einfach nicht und fertig aus Mickey Mouse.
Wenn ihr das geiler findet, dann ja, findet ihr das geil, aber ihr müsst damit leben, dass ich das einfach nicht geil finde. Und fertig aus. Da gibt es auch keine Grund zur Diskussion, denn Geschmäcker sind unterschiedlich, das wissen wir. Ich meine, das bis jetzt Haus sieht das auch nicht so geil aus, weil es einfach nicht fertig ist, aber das wird definitiv, wenn es mal fertig ist, geil aussehen, weil ich einfach, für mich liebe ich so einen Stil. Nicht so was Modernes. Das ist einfach. Für mich hat das kein Minecraft-Feeling, so was Modernes. Ich finde auch so, um ehrlich zu sein, wenn man Minecraft, ich liebe dich. Scheiß Creeper, Alter. Verpisst euch, Mann. Ich finde auch sowas Modernes hat einfach nicht mehr Minecraft-haft. Ich meine hier so Essensfarmen-Generator-Maschinen, die einfach essen und Mast machen. Man sollte sich einfach einen ganz normalen Bauernhof anlegen und Felder anlegen, ganz normal, so richtig normal leben und nicht irgendwie so Massentierhaltung hier, dies, das, bah, Alter. Mein Gott, ey. Stirb! Boah, wie, ey, und die Creeper fucken so ab in der 1. Und die explodieren einfach so ekelhaft schnell. Oder liegt das an Hardcore-Schwierigkeit? I don't fucking know. Aber gut, das war jetzt hier so eine Laberfolge. Ich werde auf jeden Fall mehr, es wird auf jeden Fall nicht der letzte 24-Stunden-Stream gewesen sein. Und ich hoffe, diese Laberrunde hat euch ein bisschen gefallen. Ja, mehr Produktivität wird es in den Streams geben. Und ja, make sure to follow my Livestream, make sure to follow my Twitter. Ja, ich würde mal sagen, ich habe mir, by the way, ein neues Mikrofon bestellt, aber egal, das werde ich erstmal austesten. Und ja. Ich würde mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.